Die lineare Wirtschaft hat ausgedient, weil wir sie uns einfach nicht mehr leisten können. Es gibt keine Alternative. Wenn wir Ressourcen sparen wollen, müssen wir das heutige System umkrempeln. Das Realisieren einer konsequenten Kreislaufwirtschaft erfordert neue Ansätze. Hierfür sind Innovationen aus der Chemie entscheidend. Wir haben eine starke Expertise in der Chemie und in der Verfahrenstechnik und sind damit gut aufgestellt, um innovative und nachhaltige Prozesse zu entwickeln. Die Kreislaufwirtschaft ist ein zentrales Zukunftsthema in Gesellschaft und Politik. Sie ist eine Säule des European Green Deal. Ich bin fest davon überzeugt, es wird künftig gar nicht mehr ohne Kreislaufwirtschaft gehen. Kreislaufwirtschaft basiert auf Produkten, die möglichst langlebig sind und sich leicht recyceln lassen. Einmal eingesetzte Rohstoffe bleiben dadurch lange im Kreislauf und werden nicht zu Abfall. BASF treibt die Kreislaufwirtschaft voran, indem sie das Beste aus den begrenzten Ressourcen unseres Planeten macht. Sie setzt verstärkt recycelte oder nachwachsende Rohstoffe ein, gestaltet neue Materialkreisläufe und baut gemeinsam mit Partnern neue, auch digitale Geschäftsmodelle auf. Bis 2025 will BASF 250.000 Tonnen recycelte Rohstoffe für die Herstellung von Kundenprodukten einsetzen. Somit werden die Kunden des Unternehmens selbst zu Vorreitern der Kreislaufwirtschaft. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, arbeiten BASF-Wissenschaftler an einer Vielzahl unterschiedlicher, innovativer Prozesse. Mithilfe der Pyrolyse lassen sich unterschiedlichste Kunststoffabfälle in Pyrolyseöl umwandeln, das im ChemCycling als recycelter Rohstoff in den Produktionsverbund der BASF eingespeist wird. Ein weiteres BASF-Verfahren zerlegt das flexible Polyurethan von ausgedehnten Matratzen und liefert das ursprünglich verwendete Polyol. Daraus können neue Matratzen hergestellt werden. Moderne BASF-Additive sorgen dafür, dass die Qualität mechanisch recycelter Kunststoffe annähernd so hoch bleibt wie bei Kunststoff der ersten Generation. Aber nicht nur Kunststoffe werden recycelt. Lithium-Ionen-Batterien sind das Herzstück moderner E-Fahrzeuge, deren Zahl rapide zunimmt. Ein effektives Recycling gebrauchter Lithium-Ionen-Batterien ist sowohl aus ökonomischen als auch aus ökologischen Gesichtspunkten von großer Relevanz. BASF arbeitet gemeinsam mit Kooperationspartnern an Methoden, die wertvollen Metalle Lithium, Kobalt und Nickel zu recyceln. Wir müssen zu Wachstumsmodellen übergehen, die nicht auf endliche Ressourcen setzen, sondern Abfall in Rohstoffe verwandeln. Circular Economy ist unsere Chance, neue Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, die unser Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln. Mit dem Circular Economy Program setzen wir uns hier quantifizierbare Ziele. Bis 2025 wollen wir 250.000 Tonnen recycelte Rohstoffe in der Produktion einsetzen. Wir verdoppeln den Umsatz mit zirkulären Produkten bis 2030 und wir setzen auf ein Programm, das gezielt zirkuläre Geschäftsmodelle weiterentwickelt. BASF. We create chemistry.